Welt. Das heißt, in Wirklichkeit, das Gebet macht er für Allah. Aber ein Teil des Gebetes macht er nicht für Allah, und das nennt man Riya. Das ist die kleine Form von Ashirk. Und nur der wahre Gläubige weiß, wie gefährlich diese Sache ist. Nur der wahre Gläubige weiß, wie schwer es ist, nur für Allah subhanahu wa ta'ala etwas zu tun. Aber derjenige, der kein gläubiger Mensch ist, der wird sowieso sich nicht Mühe geben, Ikhlas zu haben in seinen Taten. Und deswegen wurde zu Ibn Abbas radiallahu anhu gesagt: Wahrlich, die Juden sagen, bei uns im Gebet, da flüstert niemand was ein. Er sagt, nahnu la nuwaswas fis salah. Das heißt, oder nuwaswas. Niemand flüstert bei uns ein vom Shaitan. Waswasa. Und dann sagte er, فَمَا يَصْنَعُ الشَّيْطَانُ بِقَلْبٍ خَرِبٍ. Was soll auch der Shaitan machen mit einem Herzen, das sowieso schon kaputt ist? Ja. Denn der Shaitan, er will die Herzen zerstören, die noch gesund sind. Aber ein Herz, das sowieso schon kaputt ist, da braucht der Shaitan sich keine Mühe mehr geben, denn die Person ist sowieso schon auf dem falschen Dampfer. Und als die Sahaba radiallahu anhum sich beim Propheten sallallahu alaihi wasallam beschwert haben darüber, dass sie manchmal in ihrem Herzen etwas vorfinden oder in ihren Gedanken etwas vorkommt, dass sie ihnen viel zu schwer fällt, es auszusprechen. Sie würden lieber vom Berg geschmissen werden oder ähnliches, als dass sie diese Sache, die in ihren Gedanken kommt, aussprechen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Habt ihr das wirklich vorgefunden? Und dann sagten sie: Ja. Dann sagte er: Dhaka sarihul iman. Das ist der vollkommene Glaube. Also das ist der, gemeint ist damit, das ist das wahre Zeichen, dass euer Glaube rein ist und klar ist. Und die solche Gedanken kommen eben nur dem Gläubigen. Und das heißt, der Shaitan ist dabei, jemanden versuchen, vom Glauben abzubringen. Und das heißt, man hat Glauben. Deswegen ist ein Zeichen dafür, dass man auf dem richtigen Weg ist.